Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ich kann den Satz langsam. Ja, liebes, wunderschönes Syrtenreich. Ihr versucht es heute schon tausendmal und bekommt einfach nicht die drei Steine von Ignis. Was ist denn los? Und wieso hat Alisos eigentlich schon seit 4, 5 Tagen nie Edelsteine? Irgendwie auch kein Wunsch. Doch ein Wunsch. Also, ja. Ich weiß es nicht, also ich kann es nicht sagen, ich kann ja nicht so gut mitkämpfen, also mit entscheiden Kampf. Aber ihr versucht es immer wieder an dieser Levelstelle von mir hier und ihr verliert immer kläglich. Was ist los? Seitdem ich heute Morgen, also heute Mittag um 1 Uhr, diese zweite Folge aufgenommen habe und den Schützen besiegt habe, kann ich plötzlich jeden besiegen, auch Level 60er. Aus irgendwelchen Gründen mache ich auch mehr Schaden. Was ist denn los? Bin ich plötzlich der erwachende Drache? Kann es sein, dass ich Alastor bin? Oder bin ich ein ganz anderer Drache? Ein schwarzer Teufelsdrache, der aufsteigt und zu Ruhm gelangt? Okay, Selbstlob ist nicht immer so gut. Danke, Drago. Aber ja, ich fühle mich momentan irgendwie ein bisschen zufrieden im Game. Aber dafür bin ich nicht so zufrieden mit anderen Spielern. Wir haben hier gekämpft. Ein Jäger, auch ungefähr Level 52 wie ich, gegen zwei ja, herausfordernde Spieler. Einer war ein Beshi und der andere war ein Ritter. Und was macht der Schütze? Er greift den Ritter an. Ich natürlich. Auf den Beshi, der heilt ja den Ritter. Schneller als er Schaden bekommen kann. Ja, geht der Kampf einfach mal 2 Minuten. Aber gut, wir haben es dann doch noch geschafft. Dank ein bisschen Schreiben. Aber Leute, seid doch nicht Brain AFK, wenn ihr spielt. Bitte. Ihr habt ja noch genug hier Gehirn fürs Spielen, oder? Ist halt ein Arcaninia gewesen und die sind ja nicht bekannt für ihre Gehirnaktivitäten. Wir spielen wieder zwei zusammen. Ich weiß nicht, wie es auch so viele zusammenspielen, viele Argentinier zusammenspielen. Vielleicht einfach, weil Mann und Frau spielen zusammen, ja. Oder einfach gute Kollegen. Aber es bringt nichts in diesem Spiel zusammen zu leveln. Es ist einfach zu wenig rewardvoll. Also vor allem der Besch bekommt keine Items ab. Und genau das hindert mich auch, zum Beispiel mit Tax Collector oder so zusammen zu leveln. Also er ist jetzt, glaube ich, nicht Bash, oder ist er Bash? Nein, er ist, glaube ich, Jäger oder Schütze oder so. Ja, er ist, glaube ich, der Schütze. Aber auf jeden Fall, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen und jetzt hat er wieder in die Kommentare geschrieben hier bei YouTube. Dankeschön für die für das Zurückkommen, weil man war schon einige Zeit lang langweilig ohne zum Beispiel dich oder andere Kollegen. Also zum Beispiel die Camilla, die ist eine recht gute Kollegin geworden in Discord, in der Taverne, deutsche Taverne. Ja, lacht sie ab und zu wegen meinen sarkastischen Witzen und so weiter. Aber ja, es ist einfach momentan eigentlich wieder gut, das Spiel. Nur jetzt kommt dann bald Lowrung, Legnum raus. Hoffentlich, also ja, es ist auf jeden Fall ein guter Stand, dass ich das auch bald mal zeigen kann. Und eventuell werde ich dann halt ein bisschen weniger rechnen. Weil es halt einfach das schlechtere Spiel schon wieder ist. Also das Spiel ist jetzt noch in der Prä-Alpha. Aber ihr wisst, was ich denke, es ist einfach viel besser entwickelt. Es ist ein einziger Entwickler eigentlich. Also ein paar helfen ihm wahrscheinlich noch ein bisschen beim Chozua. Aber einfach nur so zum Sagen, dass die Entwickler von Regnum 12 Jahre Zeit hatten, ein besseres Spiel zu machen als Regnum. Und sie haben es nicht geschafft, dass das schon überholt wird. Also tollen Respekt an Chozua. Das ist gut, du bist talentiert, du bleibst dran. Und ich hoffe, das geht einfach jetzt auch ein bisschen weiter mit dem Zeug. Ja, er hat gesagt, dass einfach alles die Abläufe, dass der Server nicht leckt und so, einfach auch mit Java gemacht werden und dadurch einfach Unity entlastet wird. Und weil Unity echt langsam ist, ja, muss es auch gemacht werden und das
Das ist eigentlich eine super Idee von ihm. Nur eben, ich kann halt nichts Spieltechnisches sagen, weil es ja eigentlich noch in einer In-Dev, also In-Development-Phase ist, wo man einfach noch ein bisschen still sein muss. Ein bisschen, ja, ein wenig sagen über das Spiel selber. Aber so wie es aussieht, wird es actiongeladener, fairer und auch Multiplayer-mäßiger. Also es ist immer noch irgendwie so 85% PvE-lastig, aber auch sehr viel PvP-lastig, also Spiel gegen Spieler-lastig. Aber ich hoffe fairer, dass man auch leveln kann, ohne dass man ständig angegriffen wird, wie zum Beispiel hier. Hier sind halt immer wieder Mega-Noobs, die mega schlecht kämpfen, weil sie einfach nur Leveler killen. Und deshalb kann ich die immer wieder abfertigen, bekomme noch extra XP. Ich habe schon so viel War Master Points bekommen, 671, nur für Levelkiller killen. Ich finde es einfach cool, dass die mich noch angreifen überhaupt, auch noch Spaß haben beim Verlieren. Ja, das zeigt einfach, ich sehe immer wieder Mitleveler, also die in irgendwo anders hier leveln, wo sterben durch andere Leute. Und ich kann sie dann natürlich auch eben auch davor bewahren zu sterben. Also ich treffe immer wieder Leute an, die fast sterben und ich kann sie retten. Und das finde ich einfach toll, das tut meine Selbstüberzeugung auch ein bisschen steigern. Also, dass ich auch ein bisschen mehr denke. Ah, wollen wir zum Event gehen? Genau, kommen wir gerne zum Event, wenn es jetzt schon ist. Kann ich auch wieder schauen, wie der heißt. Noxar oder so irgendetwas. Ah. Komm jetzt. Nicht einschlafen. Der Zwerg schläft ein beim Erdbeben. Jetzt endlich. Mann, es geht einfach viel zu lange. Wenn man nicht in einem PvP-Kampf ist, dann kann doch das 2 Sekunden und so gehen. Man haut ja nicht immer von Monstern ab, oder? Also, ja, wenn man gerade nicht im Kampf ist, kann das ja auch ein bisschen Ding. Dann würde es auch diese blöden Stunts mal wegmachen. Also, ja, dass die Leute nicht immer wieder mit Stunts versuchen, die Spieler anzugreifen. Aber pff, es ist einfach kaputt, das Spiel. Ich liebe es ja schon noch. Es ist ja noch ein wirklich gutes Spiel. Also, ja, besser als andere MMORPGs. Aber es packt einfach nicht. Es ist unfair, es ist langweilig. Ja, es packt einfach nicht. Und deshalb habe ich jetzt längere Zeit Pause gemacht, damit es mir ja wieder ein bisschen besser geht. Ein bisschen mehr Spaß habe im Spiel. Ein bisschen mehr Freude habe. Und genau das ist jetzt momentan eingetroffen. Ich habe mehr Freude. Na, hör auf zu rülpsen, bitte, gell? Und ja, das ist einfach das, was mich momentan so anspornt, weiter zu leveln. Jetzt wirklich auch 3 Level gemacht zu haben und noch mehr Level mit dem Hexenmeister. Und ja, es ist einfach momentan eigentlich so ziemlich toll für mich. Und andere fragen, also zum Beispiel der Joshua fragt mich, der macht eben dieses Konkurrenzkampfspiel Legnum, dass er einfach sagt, wieso zocke ich überhaupt noch Legnum? Das ist klar. Und wieso investiere ich überhaupt noch Geld in Legnum? Nee. Legnum. Aber ja, ich würde so viel Geld in Legnum ausgeben, nur damit ich auch wirklich ja, ihn unterstützen kann, weil er kann es besser als eine große Entwickler, als ein großes Entwicklerstudio damals. Es ist schon viel mehr. Also, ich bin ja sowieso einer, der gerne Entwickler unterstützt, die nicht von einem Publisher geblendet werden, dass sie zum Beispiel nur alle Wochen oder Monate Updates rausbringen dürfen oder gar nichts machen, wie zum Beispiel jetzt momentan auf dem Server Amun. Es läuft einfach gar nichts. Es ist immer noch dieses blöde Event ab Level 60, also diese Insel da. Kriegsinsel, wie das heißt. Und sonst eigentlich nichts. Ja, toll. Gut. Oh nein. Muss das sein? Schau, alle stunnen. Genau das darf ein Spiel nicht machen, dass man immer gestunnt wird. Ach Mann, sind die Syrten wieder? Oh Mann. Die Syrten sind wieder. Sie müssen zu sechst oder zu siebt mich angreifen. Die bekommen keine XP dazu. Also keine Kriegspunkte, nichts. Es ist einfach nur schäbig. Aber jetzt sind wir drin. Nein? Hä?
Der Ding hat's gelöscht. Durch dieses Weihnachtsevent hat's gelöscht. Ah, oh Mann, die sind die Leute arm. Jetzt müssen sie wegen diesem Event, müssen sie davor bleiben und uns töten. Ah, oh Mann, genau das mag ich an Zürtis nicht. Es ist nicht das Reich. Es ist ja ein cooles Reich. Es ist einfach das mega gefiedeste Reich. Ja. Nein, ich finde es einfach nur unfair, wie die spielen. Weil die Igen machen das nie. Die Igen haben mich ja auch ein bisschen kämpfen lassen ab und zu. Bisschen Fairness verwalten lassen und nicht zu sechst oder zu siebt auf mich losgehen. Es darf der als erstes angreift, auf mich losgehen, aber ich habe ja sowieso keine Chance. Also wieso, ja, machen die das zu siebt oder zu acht? Einfach die gesamte Spielerantwortschaft ist einfach unfair bei den Zürten. Deshalb will auch niemand gegen ihn kämpfen. Oh Mann. Ich gehe jetzt einfach durch. Ich habe keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt außen herum. Ich glaube, man kann außen am Fluss entlang. Boah, macht da eine Schaden. 2800. Das ist ein Barbar. Ja, ich werde wahrscheinlich angegriffen jetzt. Okay, ich habe es geschafft. Aber hier rutsche ich, ja. Aber, nochmal rennen. Yes, ich habe es geschafft. Hier greifen sie nämlich nicht immer so gerne an, wenn man sich hier verstecken kann. So, ich hab's geschafft. Aber wie dumm sind manchmal Zürten? Ich will sie ja nicht allgemeinen. Aber nein, wieso sind manche Spiele einfach so unfair? Bei den Zürten. Sie wollen einfach immer die ganze Zeit nach Eggs begehren. Sie bekommen ja Drachenmünze über, was wir nicht bekommen. Und die Egen auch nicht so bekommen. Aber das ist Wahnsinn, wie einfach... Ja, es nervt einfach, Zürten zu treffen. Das ist immer so. Es nervt nicht, Egen zu treffen. Es nervt, Zürten zu töten. Und das macht einfach das Spiel auch ein bisschen nervig schlecht. Hallo? Wo seid ihr? Es ist kein einziger Alser bisher hier. Aber immerhin kann ich so ein paar töten. Schaut, ich mache genug Schaden. Also, mittlerweile ist es schon besser als mit dem mit dem Hacker. Aber jetzt kommen wir auch. Also lasst mich auch noch ein bisschen... Nein, ihr macht zu viel Schaden, ey. Alle machen immer zu viel Schaden. Ah, das ist Loki. Komm, eine Fee. Ja, Saukraft hat mich leider noch immer nicht eingegangen. Ich habe ja gesagt, ich werde nur noch Barbar spielen. Und also momentan einfach nur noch Barbar. Daran, dass ich einfach mit dem viel mehr Items bekomme und ich denke schnell töte und so. Ja. Ach ja. Blaue Flügel. Sunny Arrow habe ich schon gelöst. Van Helen, das ist noch ein Name. Auch mit blauen Haaren. Für Blau, für alles. Ja. Ich muss eben schauen, dass ich Zürten natürlich nicht so plage, wie ich halt im November gemacht habe, als ich eine neue Regnung war. War mir einfach ein bisschen dieses Genervt und ja, dieses Besserwisserische von Zürten hat ein bisschen Dorn im Auge. Jetzt mittlerweile sprechen eigentlich nur noch Deutsche, als keine Zürten. Die haben einfach irgendwie auch aufgegeben, Zürtis zu sein. Und genau die Leute, die ich kenne von Zürtis, spielen irgendwie gar nicht mehr. Ich habe sie nie mehr gesehen. Ich weiß nicht, wo sie sind. Vielleicht auch wieder zu Alsius gewechselt. Ja gut, so ist Alsius Deutsch. Also auf dem Severar sind eigentlich alle Alsen. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wenn ihr in einem anderen Reich seid und Deutsch seid. Oder Englisch, wenn ihr das versteht, was ich rede. Aber mir nimmt es jetzt aber wirklich mal wunder, wie viel sind eigentlich... Hey, der Doktor von Isis hat heute 2 oder 3 verschiedene Gilden genommen.
Jetzt ist er Pizza Bros. Vorher war er, wie heißen die? Die mit den Pfeilen am Schluss. Drei Pfeilen links, oben und rechts. Aber genau, wie weiß ich nicht, wie die heißt. Letschen, eigentlich Letschen. Salmonger Todeszauber, was denn sonst? Ah, rote Kristall des Necromancer Rezept habe ich bekommen. Sehr schön. Mal gucken, was das ist. Jetzt gleich wieder geladen wird. Ja, es macht wirklich jetzt momentan Spaß, auch dieses Soulmonger-Ding, weil ich kann endlich auch mal Schaden machen, oder? Mit dem Ding. Jäger, der nur Level 49 ist. Hab ich eigentlich wenig gemacht. Ah ja, dieses Woden. Ah, Bronze-Edelstein-Glückskiste. Öffnen wir später. Was haben wir hier? Ein Schädelgewand. Hä? Ich hab doch da geklickt. Es geht wieder nichts. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Bleibe ich ein bisschen hier und zeige einfach, mach mal auf dann. Jetzt habe ich die Sachen alle bekommen vor. Elite-Ritter-Speer. 56 Leiter, minus 8% kritische Trefferchance. Ist eigentlich das hier besser? Doppelachse, plus 23 bei Level 54. Der ist besser. Aber eventuell werde ich dann das lila Schwert, das lila Schwert tragen. Das ist das Ding. Ein Pferd für eine Woche. Kann wieder weggeworfen werden. Eisenerz 6, das ist super. Das ist einer der besten Drops. Ja, und jetzt können wir auswählen. Wir brauchen eigentlich Attack Speed. Ja, das haben wir ja gesehen. Ich habe nicht so gut gesehen. Oder stumpfer Schneiden. Eigentlich Schlitzschaden. Auch Schlitzschaden. Die zwei. Aber Angriffsgeschwindigkeit ist halt einfach relativ cool, weil wir so langsame Waffen haben als Baba. Also die Zweihandwaffen so langsam sind. Ich glaube, ich nehme Aufschlitzschadensbonus. Könnt ihr ja mal entscheiden. Ich mache das jetzt, ich entscheide das nicht selber. Also, ihr müsst einfach mehr entscheiden können bei mir. Das ist einfach sicher. Ja, und Warwick Redemption. Anti-Necromantic Storm. Aha. Und wie heißt der? Soulmonger, genau. Oh. Wort auf Englisch ist, das ich kenne. Meine muss Soul sein, Steine. Schaden. Ah ja, ist ja fertig. Das geht immer so schnell. Was? Ich habe keinen Schlüssel, weil ich keine Zombies besiegt habe. Hä? Ja, die haben alles mir wegbesiegt. Ja, ich muss endlich wieder angreifen. Aber beim Jäger habe ich immer Schlüssel bekommen, nachdem ich niemand angegriffen habe. Aber als Barbar nicht. Okay, dann müssen wir das einfach wiederholen. Nicht so schlimm. Ich bin natürlich wieder Brain AFK. Also einfach am Öffnen von Kisten gewesen und so weiter. Ich muss ja die Zombies besiegen, damit ich denke, das wusste ich gar nicht mehr. Seht ihr, ich bin so in anderen Games immer wieder vertieft, dass ich im Deck manchmal ein paar Sachen vergesse. Das ist klar. Aber der hat das Gerät scheinbar nicht. Es wurden, hat mich gefragt, ob er ja, ein paar Items bekommt von mir, und dann habe ich ihm gesagt, was auf Englisch halt, weil er Spanier ist, was auf Argentinier ist, habe ich ihm gesagt, dass ich leider nicht so Drop Boost und XP Boost verwende. Dann ist er ein bisschen genervt über mich gewesen. Und, ja, ist jetzt momentan halt ein bisschen abweisend gegen mich, zu mir rüber.
Aber wenn die Leute so greedy sind und unbedingt etwas brauchen, dann kann ich ihnen nicht helfen. Ich bin nicht einer, der relativ viel hergeben kann. Ich eben auch kein Geld investiere. Ich möchte gerne Geld investieren, aber für ein Spiel, wo ich jetzt nicht sicher bin, ob es wirklich lohnt, weil ja nichts mehr als 9 Euro kostet und nicht mal ein Level bringt, ja, es ist einfach viel zu viel Geld aus der Röhre kickt, wenn andere Leute das nehmen wollen. Dann sollen sie das nicht machen. Dann sollen sie XP-Boost verwenden. Aber ich nicht. Ich habe keinen Bock, unnötiges Geld für Games auszugeben. Und das ist wirklich unnötig. Also extremst. Und ja, jetzt ist leider auch schon wieder 20 Minuten. Ich mache einfach weiter und werde dann euch den Drop einfach präsentieren. Jetzt momentan habe ich, glaube ich, keine Mongot dabei. Doch. 22, okay. Mal schauen, wie viel ich dann habe. Gut, also nächste Folge muss ich heute noch. Und sonst mit anderen Projekten oder anderen Let's Play Livestreamer, was ihr auch gerne macht. Ja, noch einen, also 23. Werden wir uns merken. Gut, bis. Dann tschüss.